Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Sturmschäden in der Innenstadt von Offenbach. Vom Dach einer Bankfiliale stürzten Teile mitten auf die Straße. An einem normalen Arbeitstag ist diese Kreuzung an der Frankfurter Straße eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können. Sturmtief Xynthia wütet über Offenbach. Ihre schwere Hinterlassenschaft muss die Feuerwehr nun mühevoll beseitigen. Pausenlos sind Rettungskräfte dafür im Einsatz und stehen sich vor lauter Absperrung manchmal sogar selbst im Weg.